Ja, hallo zusammen. Heute soll es um diese zwei Proben gehen, die man hier auf dem weißen Hintergrund erkennen kann. Und diese sind tatsächlich sehr, sehr geschichtsträchtig. Eine dieser Proben enthält quasi nur natürliche, die andere fast nur künstliche Radionuklide. Die eine stammt aus Deutschland, die andere aus den USA. Und bei beiden Proben handelt es sich quasi um Bodenproben und als solche haben sie tatsächlich erstmal gar nichts miteinander zu tun. Wenn man sich jetzt aber tatsächlich nur auf die enthaltenen Radionuklide konzentriert, dann ergibt sich für beide Proben eine Gemeinsamkeit. Und wer die Geschichte zu dieser Gemeinsamkeit und dem gemeinsamen Ursprung der Radionuklide hören möchte, der findet die in der zweiten Hälfte des Videos. Am besten also einfach dranbleiben. Ich möchte jetzt im ersten Schritt mal die Aktivität dieser Proben messen. Und dazu sei noch gesagt, dass die linke Probe aus einem klassischen humusreichen Boden besteht, also so wie man eine getrocknete Bodenprobe erwartet, und die kommt von der Heeresversuchsanstalt in Kummersdorf in Brandenburg. Genauer gesagt von der Versuchsstelle Gottow. Dort experimentierte während des Zweiten Weltkriegs der Physiker Kurt Diebner an der Neutronenvermehrung. Und diese Versuchsstelle ist noch heute schwach kontaminiert. Und die Probe stammt, wie gesagt, aus der direkten Umgebung der Versuchsstelle. Bei der rechten Probe, zoome ich mal ein bisschen rein, handelt es sich um sogenanntes Trinitit, eine glasartige Masse hier in Bruchstücken, die entstanden ist während der Explosion der ersten Kernwaffe. Sie stammt von der Trinity Test Site in New Mexico, USA, und besteht, wie gesagt, aus geschmolzenem und wieder erstarrtem Bodenmaterial. Und beginnen möchte ich mit der Messung der Gamma-Aktivität. Dazu habe ich hier meinen Zähler, den man hier rechts sehen kann, der im Hintergrund ungefähr 80 Impulse pro Sekunde registriert. Und ich lege den Kristall jetzt als erstes mal hier auf die Probe aus Gottow. Und da kann man erkennen, dass wir von 80 Impulsen pro Sekunde schon eine signifikante Zunahme haben. Wir knacken hier fast die 300 Impulse pro Sekunde. Also deutliche Erhöhung. Das ist nicht überbordend, die Aktivität, aber schon deutlich messbar. Wenn ich den Kristall hier rüberlege auf die Trinitit-Probe, dann erkennt man, dass im Vergleich zum Hintergrund jetzt nur noch eine sehr leicht erhöhte Aktivität messbar ist. Ja. Und die hier mal noch ein bisschen zur Seite zur Sicherheit. Man hat eine Erhöhung von 80 auf ungefähr 100 Impulsen pro Sekunde. Also auch hier war es messbar, aber jetzt nicht wirklich gravierend, die Gamma-Aktivität. Wenn man die Proben sich anschaut, jetzt mit einem Messgerät wie dem Ranger hier, mach mal das Zählrohr auf mit einem Pancake-Zählrohr, dass man quasi auch Beta und vielleicht ganz, ganz bedingt noch Alpha messen kann, dann sieht die ganze Sache schon anders aus. Dann sieht man nämlich hier bei der Probe aus Gottow eine Erhöhung auf deutlich über 200 Counts per Second. Im Hintergrund ungefähr ein Count per Second. Und auch für das Trinitit relativ gesehen eine deutlich stärkere Erhöhung, wie wenn man jetzt nur die Gammastrahlung misst. Soviel zunächst mal zu dem, was man mit den Zählern messen kann. Bevor ich die Ergebnisse der gammaspektrometrischen Untersuchung zeige, möchte ich zuerst noch kurz zeigen, wie diese Proben aussehen, wenn man eine sogenannte Autoradiographie davon anfertigt. Dabei habe ich einen handelsüblichen Schwarz-Weiß-Film mit 10 mal 12,5 cm für lediglich 6 Tage mit den Proben belichtet. Es ist eine primitive, aber durchaus schöne Technik, um Radioaktivität sichtbar zu machen und zu visualisieren. Und historisch wertvoll allemal, denn auf diese Art und Weise entdeckte ja schon Becquerel zufällig 1896, wie sich radioaktive Strahlung auf Fotoplatten auswirkt. Zunächst zur Probe aus Gottow. Man kann erkennen, dass der Film dort, wo die Probe aufgelegen ist, was leider nicht überall ganz der Fall war, insgesamt eine recht homogene Belichtung vorhanden ist. Man sieht aber auch sofort diese kleinen punktförmigen Quellen mit deutlich höherer Aktivität, quasi Hot Particle mäßig, wenn man so möchte. Hier nun die Autoradiographie einiger Stückchen Trinitit.
Und auch hier ist zu sehen, dass die ja, glasartigen Fragmente insgesamt ein ganz klein wenig Aktivität zu haben scheinen, aber der überwiegende Anteil der Aktivität hier ganz offenbar von sehr stark strahlenden, wirklich kleinen heißen Partikeln stammt, die in diese glasartige Matrix eingeschlossen wurden. Nun aber zu den Radionukliden, die diese Aktivität überhaupt verursachen. Auch hier zunächst das Gammaspektrum der Probe aus Gotthold. Dies besteht aus insgesamt sechs Peaks, die wir uns jetzt mal genauer anschauen. Und zunächst zur Farbe Blau. Hier sehen wir zwei sehr prominente Peaks bei 63,3 und bei 92,4 Kiloelektronenvolt. Und die sind jeweils dem Thorium 234 zuzuordnen. Dann weiter zur Farbe Lila. Hier haben wir bei 143,8 und bei 185,7 Kiloelektronenvolt jeweils einen Peak. Und diese zwei Peaks gehören zu den Gamma-Emissionen von Uran 235. Und dann finden wir hier hinten noch zwei Peaks in der Farbe Grün. Die sieht man erst in der logarithmischen Darstellung so richtig. Diese zwei Peaks stammen von Protactinium 234m, also dem angeregten Zustand. Jetzt die Frage, was sagt uns das alles? Uran, Thorium, Protactinium. Der Kenner weiß längst, das ist ein typisches Spektrum von chemisch reinem Uran. Und rein insofern, als dass es chemisch eben von seinen Töchtern der Zerfallskette, die sonst so prominent im Gamma-Spektrum zu sehen sind, getrennt wurde. Man findet also, dass Uran-235, das ja zu ungefähr 0,7% Bestandteil des natürlichen Urans ist, und den Hauptbestandteil des Uran-238 sieht man selbst aufgrund der fehlenden Gamma-Emission eben nicht. Dafür dann aber die direkte Tochter vom Uran-238 und das ist das Thorium-234. Hier die zwei blauen Peaks. Und dessen Aktivität baut sich nach der Abtrennung aufgrund seiner kurzen Halbwertszeit von nur 24 Tagen recht schnell eben wieder mit voller Aktivität im Gleichgewicht auf. Und schließlich dann noch das Protactinium-234. Das ist aufgrund seiner sehr kurzen Halbwertszeit von gut einer Minute wiederum die sehr kurzlebige Tochter vom Thorium-234. Ja, das Protactinium-234m zerfällt dann zu Uran-234 und da ist dann erstmal Schluss, weil das hat eine Halbwertszeit von 250.000 Jahren. Bis man dann eben wie im Uranerz auch wieder die deutlich besser sichtbaren Linien von Radium-226 und seinen Töchtern, also Blei-214 beispielsweise, in nennenswerter Aktivität messen kann, vergeht noch eine ganze, ganze Weile. Ja, kommen wir hier nun zum Gammaspektrum der Trinitit-Probe. Dieses Spektrum ist auf den ersten Blick tatsächlich fast deckungsgleich mit dem Spektrum der Altlast, die man heutzutage noch am Karlsruher Institut für Technologie, dem KIT, finden kann. Und tatsächlich sind die zwei sofort identifizierbaren Isotope, auch das Cäsium-137 mit seinen Linien bei 661 Kiloelektronenvolt und 32 Kiloelektronenvolt, hier in Blau, sowie das Americium-241 mit seiner Emission bei 59 Kiloelektronenvolt, hier in Rot. Zusätzlich kann man aber bei genauer Analyse auch noch diese kleinen grünen Peaks finden, die zu einem ja, eher exotischeren Isotop gehören, nämlich dem Europium-152. Das Cäsium-137 ist im Fallout von der Fissionsbombe zu erwarten. Das ist ja eines der prominentesten Spaltprodukte. Und das Americium-241, das man hier findet, wurde zum überwiegenden Anteil eben nicht direkt während der Explosion gebildet, sondern stammt vom verwendeten Kernsprengstoff. Und das Plutonium-239 geht dann durch zwei Neutroneneinfänge ins Plutonium-241 über, welches dann mit einer Halbwertszeit von ja, ungefähr 14,5 Jahren in das Americium-241 wiederum zerfällt. Da Americium-241 selbst eine Halbwertszeit von über 430 Jahren besitzt, wuchs dessen Aktivität in diesen Trinitit-Proben jetzt seit der Zündung langsam erst an. Und interessant ist auch, dass das Europium-152 eben, das ist kein Spaltprodukt, sondern durch Neutronenaktivierung des im Boden vor Ort natürlicherweise vorhandenen Europium-Isotops 151. Und das Europium-152 hat eine Halbwertszeit von ja, nur 13,5 Jahren und zwischenzeitlich ist deswegen in diesen Proben leider nicht mehr allzu viel davon nachweisbar. Und das Gleiche gilt für andere künstliche Isotope, die im Trinitit vorhanden sind oder waren, die sich aber entweder aufgrund der geringen Aktivität nicht mehr nachweisen lassen oder schlichtweg mit meinem Setup nicht aufzulösen sind.
Und da sei zunächst genannt das Europium-154, ebenfalls ein Aktivierungsprodukt des natürlichen Europium-Isotops 153. Außerdem ist da das Barium-133, welches durch Aktivierung zustande kam. In der Bombe hat man nämlich auch einen konventionellen Sprengstoff verwendet, und das war das Baratol. Baratol ist eine Mischung aus Bariumnitrat und TNT. Hat also quasi Bariumatome auch in der Bombe gefunden, die dann Neutronen aktiviert wurden. Und dann ist noch zu nennen das Kobalt 60, das durch die Aktivierung des natürlichen Kobalts entstand, das im Stahl des Turms enthalten war, auf dem die Bombe damals gezündet wurde. Der Stahlturm, by the way, ist komplett verdampft dabei. Ja, und dann haben wir noch den Kernsprengstoff selbst, das Plutonium 239. Das wurde nicht hundertprozentig gespalten bei der Explosion, aber mangels dominanter Linien ist es in der Gammaspektrometrie einfach nicht zu erfassen. So viel nun zu den Proben selbst. Und wie anfangs angedeutet, kommt jetzt nur noch ein kleiner Abriss zur Historie und dem gemeinsamen Ursprung der darin enthaltenen Nukleide. Der gemeinsame Ursprung liegt tatsächlich auf einem dritten Kontinent, nämlich Afrika. Im Süden der Demokratischen Republik Kongo existiert ein Uranvorkommen, aus dem in der sogenannten Tchinkolopwe- oder Kasolo-Mine schon Anfang des 20. Jahrhunderts im damaligen Belgisch-Kongo extrem hochprozentiges Uranerz gefördert wurde. Es ist nun genau dieses Uran, das die beiden Proben miteinander verbindet. Teil des dort gewonnenen Uranerzes ging für die Aufbereitung nach Belgien, ein anderer Teil hingegen wurde in die USA verschifft und dort gelagert. Bedeutung und große Brisanz erlangte das darin enthaltene Uran aber erst nach der Entdeckung der Kernspaltung durch Otto Hahn, Lise Meitner und Fritz Strassmann, beziehungsweise dann durch den Beginn des Zweiten Weltkriegs. Das Deutsche Reich kam dadurch nämlich in Besitz von größeren Mengen des belgischen Urans und verwendete es nach der Aufbereitung, unter anderem durch die Auer-Gesellschaft, für die Kernforschung, zum Beispiel im extra gegründeten Uranverein. An der Versuchsstelle Gotteau experimentierte, wie eingangs schon erwähnt, Kurt Diebner für das Heereswaffenamt, anfangs mit Uranoxid, später mit Würfeln aus Uranmetall an der Neutronenvermehrung mit dem Ziel der Kritikalität. Es ging also um die Nutzbarmachung der Kernkraft für, ja, für was auch immer. Die Versuchsstelle ist bis heute mit Uran kontaminiert, wobei nicht genau klar ist, wie es zur Freisetzung des Urans kam. Also ob es einen Unfall mit Kritikalität gab oder ob mit dem Uranoxid einfach unsauber gearbeitet wurde. Wahrscheinlich ist aber Letzteres. Ja. Klar ist, dass das verwendete Uran, das mindestens teilweise aus dem Kongo stammte, ein zentraler Bestandteil der deutschen Kernforschung während des Zweiten Weltkriegs war und dass übrigens nicht nur für Kurt Diebner, sondern auch für Werner Heisenberg, der parallel dazu am Kaiser-Wilhelm-Institut in Berlin und dann später in Haigerloch bei Hechingen, Baden-Württemberg, auf demselben Gebiet forschte. Die damaligen deutschen Bemühungen, die Kernspaltung technisch bzw. militärisch nutzbar zu machen, scheiterten. Glücklicherweise, wie man heute sagen muss. In den USA verfolgte man diese Forschungsanstrengungen aber sehr genau und man hatte natürlich die Befürchtung, dass es Deutschland noch während des Kriegs gelingen könnte, eine Waffe basierend auf der Kernspaltung zu entwickeln. Eben dieses bedrohliche Szenario skizzierten dann Leo Szilard und Albert Einstein 1939 in einem Brief an Präsident Roosevelt, woraufhin das sogenannte Manhattan Project gestartet wurde. Ziel dieses gigantischen militärischen Vorhabens war die Entwicklung von Kernwaffen. Dabei wurde irgendwann klar, dass man eine funktionsfähige Bombe aus angereichertem Uran bauen kann, die Anreicherung des leicht spaltbaren Uran-235 aus Natururan auf die notwendigen Gehalte war aber eben sehr aufwendig. Daher widmete man sich auch der Herstellung von ebenfalls leicht spaltbarem Plutonium-239 aus Uran-238. Und für diese Zwecke verwendeten die USA in ihrem Reaktor in Hanford dann eben mitunter auch das Uran aus der Tchinkolopwe-Mine. Vom Plutonium-239 wusste man zwar, dass es ebenfalls leicht spaltbar war, allerdings musste man bei der Konstruktion der Waffe aus mehreren Gründen auf ein komplizierteres Implosionsdesign ausweichen, von dessen Funktionsfähigkeit man sich vor dem Einsatz eben noch überzeugen wollte. Und es geschah dann beim Trinity-Test am 16. Juli 1945. Die Trinity-Bombe basierte auf dem in Hanford erzeugten Plutonium-239, welches aus dem Uran-238 gewonnen wurde, das wiederum teilweise aus dem kongolesischen Uranerz stammte.
Wie man weiß, der Test war erfolgreich. Die massive Explosion mit einer Äquivalenz von 21.000 Tonnen TNT schmolz dabei die Teile des Wüstensands zum glasartigen Trinitit. Das ist die Geschichte.